Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit Captain Riljok und zwar Star Wars Outlaws. Ja, wir haben hier zwar auf diesem Planeten haben wir noch Aktivitäten, die wir machen können. Hier Gelegenheit, Pike-Syndikat, Schatten der Täuschung im Hinterraum, Sabak-Runde. Wir haben ja schon mal Sabak gespielt zusammen in einer Folge. Ausführlich. Ich dachte mal, ich mache mal Hyperraum. Wir machen mal weiter. Ich habe lange überlegt. Oh, sieht das gut aus. Und ja, ich möchte mir wissen, wie es weitergeht. Und vielleicht können wir hier auch später wieder zurückkehren. Lieferkiste benutzen. Nee. Öffnen, schließen und so weiter. Okay, den haben wir in der letzten Folge hier kennengelernt. Und ja, dann wollen wir mal. Bist du bereit? Muss ich mit ihm reden? Ja, ich glaube schon. Dann wollen wir mal schauen. Also, was sind hier die Regeln? Wie gehen wir das an? Du hintergehst Jalen nicht und ich knall dich nicht an. Du bist also mein Aufpasser. Wenn du es so nennen willst, schön. Sliro ist hinter dir her. Da kannst du Schutz gebrauchen. Was ist Sliros Problem? Er hat ein ganzes Syndikat. Was schert ihn ein gestohlenes Schiff? Du bist bei ihm eingebrochen in seinen Tresorraum und du hast sein Schiff gestohlen. Sliro will, dass du und deine Auftraggeber verschwinden. Für immer. Mit meiner Hilfe lebst du vielleicht lang genug, um den Auftrag dieses Mal abzuschließen. Aha. Dann, komm mir nicht in die Quere, ja? Also, los jetzt. Na schön. Wann immer du bereit bist, Kay Vess. Okay. Starten. Na schön. Dann legen wir mal los. Jalen hat eine Liste mit Kontakten dagelassen. Ich habe ihre Koordinaten berechnet. Wenn du deinen eigenen Druidenschmied rekrutieren willst, sage ich ihm das. Ansonsten gibt's da noch einen Schläger, den wir auf Tatooine anheuern können. Und eine Tresorknackerin auf Kijimi. Da würde ich anfangen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. So, wie kriege ich überhaupt noch mal Hyperraummenü zu öffnen? Hyperraummenü, di Großfrachter. Ja, was ist das denn alles noch? Kann ich da hin? Na gut, erstmal Hyperraummenü. Die Jimmy Orbit. Tatooine. Er hat mir empfohlen Kijimi. Oh, dann fliegen wir da mal hin. Was? Zeit zum Sprung. Ah. Das ist ja so ein bisschen wie bei Star Wars. Mit der Erzählung, da mit der Schrift, die so runterläuft. Kay Vess arbeitet nicht allein. Vor der Gründung von Zerik Besh
hat meine Familie Schiffe gebaut. Wusstest du das? Nicht wirklich. Dieses Modell, die EML 850, sie ist unauffällig, praktisch unzerstörbar, perfekt für die Unterwelt. Aber auch sehr teuer. Allein die Durastahlpanzerung kostet ein Vermögen. Da war ein BX-Kommando. Andere Schiffe konnten dieselbe Aufgabe viel günstiger erledigen. Ich brauche nur mehr Zeit. Ich nahm dich, weil du eine der besten Jägerinnen im Outer Rim bist. Aber wenn ich dir sage, jemand brach bei mir ein und stahl eine der letzten EML 850 der Galaxis, dann glaubst du, sie arbeitet allein? Weißt du, was aus diesen Schiffen wurde? Zerstört. Umgebaut. Verschrottet. Verstehst du? Ich finde sie. Ich brauche nur... Okay. Also, das ist Kijini, ja? Sieht kalt aus und dunkel. Das ist unser geringstes Problem. Der Ashiga-Clan kontrolliert hier seit Jahrzehnten die Unterwelt. Aber jetzt schickt sich Crimson Dawn an, sie zu verdrängen. Dafür will Königin Ashiga sie vernichten. Tja, dann sollten wir die Tresorknackerin holen, bevor es dazu kommt. Halt dich nicht zu lange im Nebel auf. Da wimmelt es von Banditen und Gewürzschmugglern. Hey, das ist doch genau mein Ding. Sicher nicht. Neulinge fallen auf Kijimi schnell auf. Ich spreche mal mit meinen Kontakten. Gut Arbeit für dich. Ich schließe meine eigenen Kontakte. Wie du meinst. Fragezeichen über Fragezeichen. Kijima, wo ist Kijima jetzt? Ah, da war er eben noch da. Wo muss ich denn hin? Ah, da. Da ist es. Während des Nebels kann man dann hier auch das Gebiet erkunden. Im All anscheinend ja. Okay. Ja, hat's gut gemacht. Was ist das? Bremsen. Da ist eine Kiste. Also das müssen wir doch erkunden, oder? Wo ist die Kiste? Na, wo ist die Kiste? Na, such. Wo ist die Kiste? Mein Gott. Voraus, oh, das, ups. Okay. Wir werden getroffen. Pass doch auf, Kane. Meine Schuld. An alle, die mich hören, ich brauche Hilfe. Mein Frachter ist lahmgelegt. Ich werde von Piraten durch den Sektor gejagt. Scheiße, hier. Ich brauche Hilfe, damit ich den Handel fliegen kann. Also durch mich. Da ist der Großfrachter. Wir sind getroffen. Hier spricht Kay Bass an Bord der Bahnbrecher. Ich bin hier, um zu helfen. Komm schon!
schon! Blaster sind überhitzt. Gegner hinter uns. Super! Super, einen haben wir. Okay, einen haben wir. Okay, Event abgeschlossen. Das war ein Treffer. Event abgeschlossen. Okay, das war ein cooles Event. Jetzt will ich hier nur noch weg. Super cool. Landung. Kijimi. Ist die beste Safe-Knackerin im Outer Rim. Ohne sie kommen wir nicht ins Liros Tresorraum. Und sie ist hochverschuldet bei den Ashika. Dann sollte sie vielleicht ein paar Safes knacken. Ein Begrüßungskomitee. Begrüßungskomitee? Wie nett von dir. Das war ich nicht. Pass auf dich auf, Kay. Kijimi, Raumhafen. Ich bin dann weg. Also dann. Sicherungspunkt erreicht. Meine Jacke ist nicht warm genug für dieses Wetter. Nix, roll dich am besten schön ein. Okay. Hallo, ich bin Kay Vess. Und ihr seid dann wohl vom Ashiga-Kartell, richtig? Wir sind ein Clan. Dein Schiff ist eine EML-850 namens Bahnbrecher. Unseren Informationen nach ein Schmuggelschiff. Oh, ihr habt von ihr gehört. Naja, ich suche nur jemanden. Ihr Name ist Ankh. Was willst du von Ankh? Sie schuldet mir Geld. Ziemlich viel. Ich will es mir holen. Das ist gelogen. Du arbeitest für Crimson Dawn. Was? Nein. Ich meine, wenn ich für Crimson Dawn arbeiten würde, wäre ich dann einfach so hier aufgetaucht? Schiffscan abgeschlossen. Nichts von Interesse. Heißt das, ich kann jetzt also gehen? Ich meine, ihr müsst schließlich Crimson Dawn-Spione finden. Du kannst gehen. Aber lüge uns nicht noch einmal an.
Oh, ja. Werd ich nicht. Ehrlich. Aha. Ashiga-Clan haben wir jetzt auch noch an der Backe. Dürftig. Ja. Dürfte ich hier mal vorbei. Die Tresurknackerin. Das sind alles Nebenquests. Crimson Dawn. Ah, hier kriege ich Kijimi. Ah. Da zu Terra von Crimson Dawn. Ah, so kriege ich hier meinen Crimson Dawn vielleicht doch nochmal gesteigert. Hey, in die 5. Fürs Erste sind wir sicher. Gib ihm nur keinen Grund, das Schiff festzusetzen. Ich bin nicht zum ersten Mal auf Kijimi. Ja, gut. Ich sehe mich in der Kantine um. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwas von Ankh gehört. Ankh ist Stammgast im Donut-Refektorium. Sie. Das ist im Diebesviertel, nicht weit von dir. Diebesviertel. Oh mein Gott. Die schwarze Sonne. Das ist ja. Hunger nix. Na, wollen wir uns mal drauf einlassen und eine kleine. Mal sehen, was es hier gibt. Essenssession machen. Nix Leckerli. Kein Food haben. Suppe. Hallo, einmal die Duradam-Suppe. Du zuerst. Okay. Schmecken die Larven? Oh, ein Minispielchen. Oh, zack. Zack. Tut gut, was Heißes. Und Kaltes. Oh, du solltest warten, bis es schmilzt. Halt still, Mix. Zieh fester. Ah, nicht jetzt. Und geschafft. Alles gut, Kumpel? Ja, dir geht's gut. Alter Schwede. Wow, alle. Minispielchen. Im richtigen Moment drücken den Knopf. Alter, was soll das?
Gut, gut. Du gewinnst. Okay. So gut. Das gibt's nicht auf Kanto. Wiedersehen. Hey, Nix. Vorsicht beim Eis das nächste Mal. Ja. Okay, das haben wir auch. Das haben wir auch. Ja, die Grafik ist doch super. Also, ich weiß gar nicht. Tja. Was haben wir denn hier sonst noch so? Karte. Oh, ist ja sehr umfangreich hier wieder. Schneider. Da muss ich hin. Sprich mit dem Barkeeper. Die Tresurknackerin. Sprich mit dem Barkeeper. Okay. Okay. Übrigens, sei in der Kantine vorsichtig. Da wimmelt es von Söldnern. Wo liegt das Problem? Du willst dich nicht mit Leuten anlegen, die Blasterkanonen mit sich rumtragen. Naja, oder sie verkaufen mir vielleicht ein paar schwere Geschütze. Das ist also Kijimi-Stadt. Wir sind echt weit weg von zu Hause. Komm schon, Nix. Vielleicht gibt es hier was Leckeres zu essen. Tja, was Aufträge ansehen. Interessant. Tut mir leid, vielleicht kommt später was rein. Okay. Leb wohl. Jammer nicht. Nein, ich mein's ernst. Ich pack bald mein Zeug. Hier geht alles den Bach runter, seit die Königin das Imperium eingeladen hat. Früher hatte hier jeder eine Chance. Das Imperium wäre früher oder später sowieso gekommen. Aber dass der Clan sie einlädt? Also ich gehe nirgendwo hin. Kijimi ist mein Zuhause, weil es nichts anderes für mich gibt. Wie du willst. Aber sobald ich ein Schiff bekommen kann, bin ich hier weg. Datenblock lesen. Also, hier ist der Code für das Tor beim Platz. Bitte um keinen weiteren Gefallen. Das war's. Ich werde dir nicht mehr helfen. Also frag erst gar nicht. Code 13QWN. Okay. Oh, schon gut, Kumpel. Die Leute hier sind einfach etwas angespannt. So, dann sprechen wir mal mit dem Barkeeper. Hey, hast du Ankh gesehen? Ankh? Schuldet sie dir etwa auch Kredits? Viel Glück. Warum? Was ist los? Naja, die Ashiga haben sie endlich geschnappt. Sie muss ein paar Millionen Kredits in der Fabrik abarbeiten. In ihrem Alter und mit den Schulden sitzt sie da lebenslang. Ha, das macht es kompliziert. Na, falls sie jemals rauskommt, sag ihr, sie hat noch eine Rechnung offen. So, okay, wir sind kein. Hey, in die 5. Anscheinend steckt Ankh in irgendeiner Fabrik der Ashiga fest. Ich schätze, ich werde ihr da raushelfen müssen. Wenn sie dich erwischen, sperren sie dich auch ein. Ah, hast du eine bessere Idee? Nein. Such zuerst nach einem Plan der Fabrik. Hacke eine Konsole in ihrem Bezirk und sieh zu, was du herausfinden kannst. Okay, okay. Clanviertel. Ja, aber dann ist jetzt wieder das Problem, dass ich da wieder mit dem Ruf so schlecht bin und dann an die Informationen nicht komme. Ah, das ist ja echt bescheuert. Naja, vielleicht habe ich Glück und das Ding ist nicht so bewacht wie beim Crimson Dawn, diese. Also, das ist ja echt
Ashiga-Clan. Kann ich da Schnellreise machen irgendwie? Nee, nicht so richtig. Also erstmal wieder hier raus. Oh, Pferderennen. Das Pferderennen. So, lala. Ich suche nach einem Ortskundigen. Jemand, der hier geboren ist und mir die Stadt zeigen kann. Hier geboren? Niemand ist hier geboren. Gepanzertes Unterhemd. Okay. Finde Behälter. Auch okay. Oh, hier liegt ja wieder ein bisschen was rum. Okay. Du musst für eine Befragung mit uns kommen. Wieso? Ich habe nichts getan. Du hast gegen die Ausgangssperre verstoßen. Das macht dich verdächtig. Ihr könnt doch nicht... Okay. Schnellreiseziel. Straße der Königin. Ach, Grafik ist ja schon geil. Das kann man nicht anders sagen. Die Ashiga kontrollieren Kijimi. Irgendeine Idee für ein Treffen mit der Königin? Sei höflich. Du bedeutest dem Schwarm nichts. Wir sind dann fertig. Ich muss überall den Ruf steigern, damit ich dann überhaupt weiterkomme. Das ist ja total ätzend. Muss ich jetzt Aufträge annehmen? Oh, Mann. Gibt's hier nicht irgendwie einen Eingang? Hier zum Beispiel? Also, hier muss es irgendwo eine Konsole geben, auf der ich mehr über Ank rausfinden kann. Ich sollte ein Gebäude mit einer Radarschüssel auf dem Dach suchen. Eigentlich soweit ganz gut. Dürftig. Nee, da geht's wieder raus. Okay. Ich muss den einen Typen einfach niederschlagen und betäuben. Sonst... ist die Zeit zu kurz. Erwischen. Okay. Da ist das Ding mit der Radarschüssel auf dem Dach. Positiv denken, Joggel.
Und den Typen musst du platt machen. Das nützt alles nichts. So. Verschmilz mit dem Schatten, Nix. Ja. So, guck mal, das ist doch... Das, du schaffst das. Du schaffst das. Okay. Den muss ich abwarten. Und dann platt machen. Und zwar jetzt. Zugangskarte. Schauen wir mal. Jetzt. Könnte nützlich Datenpad. Sein. Auf das Kleinste. Auf das Kleinste. Okay, das muss ich mir merken. Hacke ein Terminal, um Ank zu finden. Okay. Okidoki. Datenverzeichnis öffnen. Warum geht denn das jetzt nicht? Jetzt. Super, das hat ja mal richtig, richtig krass geklappt. Ja, schön. Aha. Also, ND5, ich habe nichts zur Fabrik gefunden, aber dafür etwas anderes. Irgendwas Nützliches? Anscheinend hat Crimson Dawn dem Ashiga-Clan ein Relikt gestohlen. Deshalb scannen sie alle Schiffe im Raumhafen. Sie müssen gewusst haben, dass es die Königin ablenkt. Die Königin wüsste es bestimmt zu schätzen, wenn ich es zurückbringe. Ich muss nur rausfinden, wo sich Crimson Dawn versteckt. In der Urquell-Taverne. Ein privater Club im Thermenviertel. Das war... schnell. Nicht für mich. Okay, es geht dann doch weiter. Und es war nicht unmöglich, das zu schaffen. Ne, da ist der andere Typ. Wenn ich jetzt erwischt würde, habe ich den Fortschritt geschafft. Der Malbezirk. Doch, es ist nicht ganz unmöglich. Verzeiht mir, wenn ich letztes Mal so destruktiv drauf war. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? So, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Grobtuch.
ist das verwinkelt. Ich könnte im Strahl kotzen, Alter. Ist das ätzend. So, da bin ich. Da muss ich hier so ein bisschen rum. Da ist ein Schneider. Da muss ich hin. Ja, also die nächste rechts, hier irgendwie rechts runter sitzen. Ich will da jetzt nicht sitzen. Da geht's weiter. Sehr gut. Sehr gut. Okay, okay, okay. Lasst mich in Ruhe mit euren Gelegenheiten, ey. Ich will einfach mal vorankommen, Mann! Oh, das nächste Sperrgebiet oder was? Rechts halten. Hier lang. Rechts halten. Crimson Dawn spielt mit dem Feuer. Die Ashiga werden denen das nicht durchgehen lassen. Das gehört alles zum Plan. Ah. Moinsen. Ein kleiner Spruch wäre cool gewesen. Diese Stadt wurde von Leuten erbaut, die vor etwas geflüchtet sind. Glaubst du, sie sind jetzt alle frei in die Fünf? Ich verstehe die Frage nicht. Sie werden jetzt von den Ashiga beherrscht und vom Imperium. Ja, wer frei sein will, braucht einen Haufen Geld. Aber die Bahnbrecher ist ein guter Anfang. Ja, das ist alles ganz gut. Ist das Gebäude da vorne rechts, alles klar. Ist es doch, oh, hier geht's das weiter. Das muss das Urquell sein. Ja, super. Mensch, dass wir das geschafft haben. Tja. Finde eine Möglichkeit, das Urquell zu betreten. Das hier ist Sperrgebiet. Du musst sofort umkehren. Gut, verstanden. Es muss noch einen anderen Weg geben. Und da brauchen wir wieder das Hacking-Tool. Oh. Naja, wollen wir mal schauen. Okay. Super das. Wir holen uns das Relikt. Das Relikt. Okay. Also wenn das jetzt hier wieder schief geht, was mache ich dann? Ja, dann muss ich das nochmal versuchen. Alles nochmal versuchen. Also Souls-like ist ja gar nichts dagegen hier. Ey. Mann. So, okay. Kommen wir nicht durch. Hä?
Das war ganz gut. Das war ganz gut. Stiehl das Relikt. Okay. Das ist weiter unten. 28 Meter. Oh, nee. Ich habe keinen Bock auf dieses nervige, im Takt geklickening. Super, das hat jetzt mal super gut geklappt. Das muss es sein. Wachsam bleiben, Kumpel. Das könnte knifflig werden. Deaktiviere die Energiebarriere, das hatten wir doch schon mal. So ein Pech. Ah, Try and Error, also ich soll bald Kontakt aufnehmen. Ist das jetzt hier, ist das jetzt, kann ich hier schießen? Hier kann ich den Blaster benutzen. Ich sag's euch doch, es wird gar nichts passieren. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich weiß nicht, was Neues gibt. Hier drüben ist alles klar. Deaktiviere die Energiebarriere. Deaktiviere, das schließen wir hier mal lieber. Bisschen plumper Quatsch aufheben, den wir verlieren, wenn wir entdeckt werden. Aber ich glaube diesmal nicht. Ich glaube, wir kriegen jetzt... Notabschaltung der Primärsicherheit. Zack. Super. Super, 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 super. Jocke, glaub an dich, du schaffst es. Stiehl das Relikt. Da ist das Relikt. Hey. Ja, nichts. Uff.
nicht sein. Hier stimmt was nicht. Da ist sie. Die sind hinter uns her. Gibt er denn nicht? Scheiße. Wieso krieg ich den nicht down? Kriege ich den nur mit dem Ionengeschoss? Super, alles klar. Okay. Super geil, Alter, das ist doch cool. Habe ich das doch geschafft? Habe ich also das gut. doch geschafft? Das Ding hier raus. Okay. Entkomme aus dem Urquell. Ganz ruhig, Jockel, ganz ruhig. Captain Riel Jock, bleib locker. Wieso kann ich das nicht? Ach so, das kann ich. Hätte ich zerschießen können oder sowas. So, wie kommen wir hier wieder raus? Eine Fiole. Okay, hier vielleicht lang. Ja, das sieht gut aus. Unser Ausgang. Wir müssen hier weg, Nix. Thank you.
glaube, ich hab's geschafft. Sicherungspunkt erreicht. Super geil. Entkomme aus dem Urquell. So, und jetzt? Ja, super. Die 5, ich hab das Relikt, Ding. Sollte ich mir Sorgen machen, wie du es beschafft hast? Nein. Ich bringe es der Königin. Sie empfängt nicht jeden, Kay. Mach dir nicht zu viele Hoffnung. Bring das Relikt zur Königin zurück. Das reimt sich ja sogar fast ein bisschen. Bring das Relikt zurück. Naja, geht so. hier durch? Oh nein. So, und jetzt? 302 da lang, okay. Dieses Viertel. So. Mann. Zur Königin. So, okay, haben wir noch Zeit? Geben wir das noch ab, das Quest? Bleib stehen. Hey, hör mal. Ich habe euer gestohlenes Relikt und ich will es der Königin zurückgeben. Das Banpudira. Gib es mir. Ach, nichts für ungut, aber ich möchte es ihr persönlich geben. Du kannst passieren. Andy 5, rate mal, wer die Königin trifft. Das Relikt muss sehr wichtig sein. Gut gemacht. Du solltest aber aufpassen. Was? Wieso? Sie könnten dich für den Dieb halten. Stimmt. Das wird schon. Das wird schon. Ich glaube ja wiederum nicht. Können wir hier speichern? Ich will mal gucken. Kann man hier speichern? Nee, kann man nicht. Na gut, gehen wir nochmal zur Königin. Alles überwacht. Crimson Dawn hat's drauf, das muss man ihnen lassen. Okay. Hey, ganz ruhig. Sein. So. Das Banpudira. Wer bist du? Kay Vess, Eure Majestät. Sie hat nach der Bombenbauerin gefragt. Aber ich habe auch euer Relikt von Crimson Dawn zurückgeholt.
Unsere Expansion machte uns angreifbar, Mutter. Nein, sie macht den Schwarm stärker. Wir brauchen den Autorim nicht. Unser Platz ist hier. Es ist beschlossen. Naja, ihr habt das Relikt. Lasst die Ankh jetzt gehen? Die Bombenbauerin? Sie ist entscheidend für unsere Expansion. Aber der Schwarm hat auch Verwendung für eine Diebin wie dich. Arbeite für uns. Dann lassen wir Ankh gehen. Mutter. War klar. Wir sind im Geschäft. Schön. Und ihr klärt den Rest dann unter euch. Na super. Oh, den Crimson Dawn. Oh nein, der Ruf ist wieder gesunken. Okay. Ich gehe gerade die Ladung durch und ich habe was gefunden, was für dich nützlich sein könnte. Komm zu mir. Oh, bei Ashiga Clan bin ich gut. Sehr schön. Bei Crimson Dawn bin ich bestimmt wieder schlecht. Glaub ich. Die Königin belohnt treu. Weiter so. Ja, gut. Weiter so, weiter so, weiter so. Kann ich jetzt hier speichern? Geht das so? Spiel speichern. Sehr schön. Das können wir hier gleich machen. Der Ashiga-Clan vertraut dieser Person. Sehr gut. Ja, aber ist das nicht verrückt? Ich will das Hacking-Tool-Kit doch haben, aber es ist, jetzt bin ich beim Ruf bestimmt nochmal wieder gesungen. Oh ja, und wie krass. Crimson Dawn. Ich glaube, das Hacking-Tool-Kit, das können wir uns abschminken. Aber gut, so langsam kriegt das Spiel wieder die Kurve, wieder Spaß zu machen. Das war zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Es hatte auch wieder Passagen mit Schießeinlagen, so dass das ein bisschen aufgelockert wurde. Ich musste den Ionenblaster wechseln, um diesen einen Roboter platt zu machen. Ich habe ganz knapp den Schießkampf gewonnen, dass ich nicht gestorben bin und alles nochmal machen musste. So kalt. Und ja, jetzt speichere ich hier ab. So, das machen wir nochmal zusammen. Zack, Spiel speichern. Spiel gespeichert. Zack. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Wir können ja mal kurz nochmal zusammen gucken, was wir dann als nächstes machen müssen. Karte, Journal. Alles Hauptquest. Oh, drei Hauptquests. Ja, da müssen wir uns durchwühlen, was wir als nächstes machen. Hier kriege ich Crimson Dawn Ruf wieder ein bisschen. ja, da schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war jetzt wieder sehr spannende Passage und ich freue mich aufs nächste Mal, muss ich jetzt doch wieder sagen, es kriegt wieder die Kurve und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal, euer Captain Reliok und in Hamburg sagt man Tschüss, bis dann, Tschüss.